Schönen guten Tag, willkommen bei Planet Crafter. Willkommen zurück. Neuer Tag, neues Glück. Heute liegt einiges auf dem Plan. Der Base-Umzug muss komplett abgeschlossen werden. Und keine Ahnung. Gut, das war jetzt nicht so viel auf dem Plan. Aber ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel ergeben. So, hier wären wir in der guten alten Base. Sauerstoff sehe ich schon mal. Nee, das ist nicht die gute alte, das ist unsere neue gute. Und wir waren im Umzug. Okay, wir waren im Umzug. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl. Genau das. Ist mir gestern aufgefallen. Wo ich natürlich noch mal kurz die Aufnahme überprüft habe. Oh, Mist. Ob damit alles soweit in Ordnung ist. Und dann habe ich so im Augenwinkel gesehen, das Ding steht nicht richtig. Ich brauche noch ein Eisen. So, ich versuche es mal. Ich versuche es mal gerade hinzuknallen. Das muss ja irgendwie möglich sein. Aber jetzt komme ich da nicht mehr hoch. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Okay, dran denken, ich habe noch ein Solarpanel in der Tasche. So, mein Guter. Bau dich bitte, bitte, bitte irgendwie gerade. Erstmal muss ich das irgendwie so kriegen, dass ich das sehen kann. So. Oh, das war schon mal gar nicht bad. So. Versuchen. Das war nicht gut. Nochmal dasselbe. Ich würde ja am liebsten fast noch eins nach hinten gehen. Aber so habe ich es das letzte Mal auch irgendwie gebaut. Nur nicht. Das Gefühl, die Treppe stört. So, nochmal. Noch eins. So wie es jetzt steht, mit noch eins nach vorne. So. Das sieht gut aus, oder? Ich würde sagen, fertig. Ob das jetzt gerade steht oder nicht, ist jetzt völlig egal. Ich reiße jetzt alles ab. Dann ist hier Schluss mit Präzisionsarbeit. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich gucke mir das gleich nochmal kurz an. Oh shit, 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 nicht umkippen. Oh. Wow, gerade so, ey. Gerade so. Mein Gott. Oh, habe ich einen Schrecken bekommen. Ich hätte nämlich keine Lust gehabt, nochmal 3 Kilometer zu wandern. So, erstmal egal. Okay, wir gucken uns das jetzt Ganze an. So, einmal hier um die Ecke. Das sieht schon mal gerade aus. Und das sieht wieder scheiße aus. Ach, es will nicht. Es will einfach nicht.
Egal. Wir haben gesagt, es ist jetzt so, wie es ist. Dann ist es halt krumm. So. Ich muss jetzt abbauen, meine Base abbauen. Meine gute, schöne Base abbauen, denn die wird bald unter Wasser stehen. Oh shit, da hinten steht auch schon die ganzen Kollektoren unter Wasser. Okay, kurzer Prüfgang. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Rohstoffe dabei. Es wird Zeit. Es wird Zeit, das Lager umzubauen. Wir nehmen einfach die Lager mit, die wir können. Zuerst den Blumen. Nee, komm. So, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Und noch ein paar Plätze hätten wir. Das ist schon zu viel. Ja, den. Okay, das muss erstmal lang. Nehmen wir erstmal die zwei Lager mit. Eins nach dem anderen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das in den Räumen aufteilen. Ich könnte mir vorstellen, eine Ebene könnte tatsächlich zu wenig einfach sein. Hier unten. Aber vielleicht kann man die Kommandozentrale oben noch als ein halbes Lager oder so nutzen. Ich weiß ja auch nicht. Dann muss ich mir überlegen, wo denn die Türen sein sollen. Ich fange einfach hier mal an, die Spinde zu legen. Okay, das ist schon gerade. Okay, hier kommt Kobalt rein. So. Silizium war das andere. Okay. Boah, es regnet schon wieder. Oh mein Gott, ich glaube, jeder so ein Regenschub bringt bestimmt noch mal mehr Wasser hier rüber. Okay, die stehen noch im Trockenen. Die stehen noch im Trockenen. Holen wir das Titan rüber. Und das Eisen. Aber so ein Spind kostet drei Eisen. Baue ich drüben ein und nehme den Rest gleich mit, würde ich sagen. Dann können wir gucken, ob wir das Eis mitnehmen können. In einem Rutsch. Hoffentlich. So. Einmal. Obwohl, ich habe gerade das Eisen im Inventar. Dann nutze ich das aus und knall schon mal die ganzen Schränke hier rein. So. Erstmal. Eisen. Alle mal da rein. Und hier kommt das Titan rein. So. Bum, bum. Und direkt wieder zurück. Und das müssen wir jetzt leider so lange machen, bis alles drüben ist. Oh Mann, meine arme Base. Schön war sie. Schön war sie. So, das kommt drüber. Eis. Schaffen wir gerade so, aber den Spind leider nicht. Den müssen wir gleich mitnehmen. Habe ich schon irgendwo trinken und so? Ich glaube schon oben, ne? In der ersten Etage. So, Eis. Hier stoppe ich das Eisen mal rein. So. Okay.
Okay, direkt weiter. Gar nicht aufhören, bis der ganze Umzug fertig ist. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Ach ja. Es war sehr gemütlich hier eigentlich. Ach ja, Magnesium haben wir hier auch noch. Stimmt. Hatte ich ja fast vergessen mit dem Magnesium. Okay, was jetzt? Schwefel? Schwefel rüber. Osmium haben wir nur zwei, nehmen wir auch rüber. Stoff bisschen viel, Aluminium bisschen viel, Uran reicht nicht. Biomasse können wir noch mit rüber nehmen. So. Okay, nix wie raus hier. Ach, das ärgert mich mit der letzten Ebene da oben. Das wird mich bestimmt so immer, das immer anglotzen beim Hinfliegen. So, Magnesium. Dann fangen wir hier auf der Seite weiter an. Machen wir so viele Spinde, wie es geht mit dem Eisen, was wir gerade haben. Dann wird das auch mit Sicherheit passen. So. 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 Ah, ups. Okay, ein Spind können wir noch. So, okay. Hier machen wir Schwefel rein. Die ganzen gelben Nupsis. Hier kann das Bio-Zeug rein. Bio. Und hier kommt Osmium hin. So, Osmium. Bumm. Okay. Und weiter. Das Aluminium mitholen. Und. Das Iridium ist auch noch drin. Oben sind noch die Heizungen. Scheiße. Oben sind noch die Heizungen. Stoff. Nehmen wir mal mit. Aluminium. Voll. Mehr geht nicht. Ich muss noch unbedingt die Heizung daraus klatschen. Aus den oberen Etagen. Die müssen auch noch irgendwo hin. So. Einmal Aluminium hier rein. So. Und ich brauche jetzt den nächsten Schrank für die Stoffe. So. Stoff. Okay. Das sieht gut aus. So. Puh. Ich würde sagen, ein bisschen was geschafft. Vielleicht kriege ich jetzt das Lager mit dem letzten Rutsch komplett mit. Dann dackeln wir da hoch, holen die Heizung und vielleicht die Generatoren. So, Rest Aluminium. Und das Uran. Habe ich das Iridium schon mitgenommen? Nee, ne? Hier ist es doch. So. Beide Schränke können wir mitholen. Und fertig. Okay, das war das letzte. Die eine kleine Kiste, die noch... Was ist passiert? Was zur Hölle ist gerade passiert? Bin ich verdurstet, verhungert?
Wo ist meine Kiste? Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Seit wann verschwinden denn hier die Kisten? Also, ich habe gerade eine Menge Uran verloren. Eine Menge Uran habe ich hier gerade verloren. Ich klapper gleich nochmal die Gegend ab, wenn es hell ist. Aber diesen Bug hatte ich beim letzten Mal auch schon. Was ich ihn halt erstmal als Mixschrank. Oh, wie blöd ist das denn? So. Wo bitte ist meine Lootkiste? Oh Mann, gerade Uran. Gerade Uran, was ich ja auch so super oft finde, ne? Ach, ihr seid ja Arschgeigen, ey. Ihr seid ja vielleicht Arschgeigen. So, wir sind ein paar Rohstoffe weniger. Ich habe mich schon gefragt in dem Spiel, was würde eigentlich passieren, wenn ich meine ganzen Samen auf diese Weise verlieren würde, auf blöd, und ich habe aber schon alles abgelootet. Die wachsen ja nicht oder droppen nicht irgendwo, dann wäre alles weg und dann könntest du manche Sachen dann quasi nicht mehr bekommen. Manche Rohstoffe wachsen halt nicht nach. Und was würde passieren, wenn die wegdroppen von mir aus oder so wie jetzt? Ich sterbe und die Kiste bleibt nicht zurück. Dann sind die einfach weg. Und wenn mein Inventar jetzt voll mit den Samen wäre und die ganz seltenen Samen wären verschwunden, ja, dann kriegst du die nicht mehr wieder, ne? Naja gut, damit muss man wohl leben. Ich meine, ich bin ja auch selbst schuld, wenn ich nicht drauf achte. So. Nehmen wir mal die ganzen Kraftwerke mit. Die können wir erstmal irgendwo. Weiß nicht. Dritten Stock. Den dritten damit erstmal. Ach nee, die krassen Kraftwerke müssen ja draußen stehen, richtig? So war das doch, die Dinger. So. Die Heizung können wir hochpacken. Hier irgendwo erstmal hin. So, Heizung. Heizung. Und das waren noch zwei von denen hier, ne? So, einmal die. Und ja, okay, das passt. Dann müsste mein Inventar jetzt leer sein. Gut. So, mein Radar da oben. Wie komme ich denn da dran? Wie komme ich denn an mein Radar da oben dran?
Oder soll der da bleiben als Erinnerung? Den Turm lasse ich. Den Turm lasse ich einfach stehen. So, vielleicht überlebt er da oben. Was war das? Ich tappe so langsam. Och, du Scheiße. Boah, weißt du was? Die sollen untergehen. Das wird die bei euch jetzt nicht erlaubt. So, ich nehme die mit. Den. 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 Okay, mehr geht erstmal nicht. Vielleicht baue ich die mittleren Dinger gar nicht erst wieder auf. Hey, meine Bohrer könnten eigentlich hier. Vielleicht kann man die cool hinstellen, dass die gegen den Felsen hier bohren. So. Okay, mal gucken. Und jetzt baue ich die so ein bisschen drumherum, um diesen blöden Felsen. Den mag eh keiner. Hier wird gebohrt. Der Felsen muss weg. Vielleicht verschwindet der irgendwann. Vielleicht verschwindet er irgendwann. Ich glaube es zwar nicht, aber sag niemals nie. So. Bearbeitet den ganzen Scheißfelsen hier. Ich will hier eine gerade Fläche haben. So. Und nach einer... waren es nur vier? Aber sieht gut aus, finde ich. Das kann gerne mal so bleiben. Werde ich erstmal die Rohstoffe los. Erstmal das Eisen wieder hier rein. Und ein bisschen Titan wieder hier rein. So. Okay. Finde ich gut. Ich finde das gut. So, euch nehme ich mit wegen den Rohstoffen. So, wie sieht es eigentlich mit dem Ding hier aus? Habe ich alle Rohstoffe dabei? Ja. Den Bohrer, wo knallen wir den Bohrer hin? Mitten irgendwo in der Base oder auch so ein bisschen irgendwie anders? Meine Bohrer macht ja eine ganz schöne Sauerei. Vielleicht knall ich den Bohrer hier oben drauf. Warte mal, wo ist er? Da. Warum nicht? Der kann hier in der Ecke, glaube ich, stehen, oder? Da stört er auch niemanden. Okay, die ganzen Rohstoffe, die wir gerade gedroppt haben, packen wir mal hier rein. Silizium, ich sortiere das mal ein bisschen. Hat mal ein bisschen besseren Überblick. Eine Menge Eisen ist daraus gekommen. So, Titan. Ich glaube, wenn wir die anderen Boreinheiten abluten gehen, dann ist auch erstmal wieder alles da, glaube ich. Die sind auch schon alle voll mittlerweile, hundertprozentig. So. Die Paneele wollten wir einfach mal dem Schicksal überlassen. So, das kam mit. Entweder wir haben irgendwann einen riesen Stromausfall. Oder die werden da Strom produzieren. Oh. Oh. Die sollte ich auch nicht vergessen, ne? Die ganzen Blumen hier, shit. Das sind ja schon
keine schlechten Blumen. So. Okay, mehr geht erstmal nicht. Die Blumen, wo packen wir die hin? Die müssen ja auch draußen irgendwo sein, meine ich. So, wo haben wir die denn? Hier. Die würde ich schon irgendwie gerne bei der Wiese irgendwo haben, eigentlich. Naja, sieht jetzt nicht berauschend aus, aber okay, wir lassen sie erstmal hier. So, einmal du rein. Einmal du rein. Die Rohstoffe können weg. Kobalt kommt richtig gut. Was habe ich denn noch ab? Ach, ich habe die Dinger abgerissen, ich Idiot. Die muss ich natürlich auch noch nachbauen. Frage ist natürlich, wo? Hier könnte einer stehen. Naja. Naja. Oh. Ich brauche nochmal 2 Kobalt. Habe ich da echt noch 2 reingesteckt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, hier war noch Platz für einen, ne? Ja, schön. So. Stell ich mal bitte hier hin. Ja, das passt schon. Okay, jetzt können die Rohstoffe weg, meine ich. Einmal Silizium. Eisen ist bald voll. Und Titan ist auch bald voll. Um ehrlich zu sein, das wird voll, wenn ich noch die anderen Räume abreiße. Das hier wird alles Titan und Eisen sein, wenn ich das hier anfange abzubauen. So, aber erstmal die Blumen her. Eis haben wir mitgenommen. Oh, shit, der Blumenschrank. Shit, shit, shit. Völlig vergessen. Der muss auch noch dringend mit. So. Ich knall die anderen 2 hier auch erstmal hier hin. Da müssen wir uns noch eine bessere, schönere Ecke aussuchen. Für die. So, ich werde jetzt schon ein weiteres Lager für Dings brauchen. Für Eisen und für die Blumen. So. Und so werde ich... Ich glaube, so werde ich 2 dran bauen können, oder? Ich glaube schon. Okay, jetzt holen wir die Blumen. Die dürfen nicht vergessen werden. Und dann... Ist der Umzug schon so weit durch, glaube ich. Ich versuche die da einfach zu lassen. Vielleicht produzieren sie weiter einfach ihren Strom. Ich hoffe es. Bumm. Okay, gut, dass ich da drüben einen Spind gebaut habe. Also mein Inventar ist genauso groß wie so ein Lagerspind. Könnte größer sein, mein Inventar. Könnte größer sein. So, alle mal hier rein. Ich baue jetzt schon mal vielleicht kurz die Türen, damit ich eine Orientierung habe. Eisen, Titan, Silizium. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und nochmal
will nämlich wissen, wie weit meine Spinte stehen können dann im Raum. So. So. Und so. Und jetzt gib mir mal noch ein paar Eisen. Wo haben wir sie? Da. Einmal so rum. Okay, zwei nebeneinander. Zwei nebeneinander geht. Kann man schon ein bisschen mehr Platz nochmal sich machen. Oh, ich habe ein Eisen zu wenig mitgenommen. So. Okay. Damit ist das Lager aber schon ganz schön ausgereizt, was die Lagerkapazität, sage ich mal, angeht. Vielleicht noch in der Mitte vier, so Rücken an Rücken. Aber ob das dann noch schön ist, weiß ich nicht. Muss man ausprobieren. Okay, wir haben alles, würde ich sagen. Wir haben hier alles. Wir nehmen noch die restlichen Rohstoffe mit. Und die obere Ebene... Ah ja, das hat Superlegierung gekostet. Toll. Ich kipp schon wieder um. Bin ich denn total bescheuert oder was? Bin ich denn total bescheuert? Oh mein Gott. Also, ich glaube, Survivor Games, also vielleicht sollte ich Spiele spielen, wo man vielleicht nicht so auf Gesundheit, Ausdauer, Leben, ja, halt sowas. Halt sowas. So, die Superlegierung packen wir hier erstmal hier hin. Vor allen Dingen, die Rohstoffe werden auch alle einen Platz brauchen. Hier waren die Blumen drin. Und wir werden nochmal hier Blumen brauchen. Dann mache ich hier nochmal Eisen rein. So. Da haben wir zwei Spinte mit Eisen. Natürlich ganz schön heftig. So, ich hoffe, ich kriege das Titan noch unter. Boah, das wird eng. Kommt er erstmal hier rein. So, Silizium. Komisch, dass die Kiste jetzt auf einmal da lag. Ich habe eine leichte Vermutung, wann die Kiste hinspawnt und wann nicht. Ich habe den Verdacht, wenn ich mit dem Jetpack fliege und sterbe in der Luft, dann ist keine Kiste da. Könnte das sein? Könnte das sein? Na gut, was soll's. So, der Turm wird bleiben, als Erinnerung. Als Erinnerung. Hier sind ganz normale Rohstoffe, brauchen wir nicht mehr, würde ich sagen. So. Okay, schwebt hier noch irgendwas in der Luft? Und der kann auch weg. Okay, ich guck nochmal wegen meinem... Oh, shit. Wegen meinem... Gib mir das. Oh, ich hab's. Cool. Cool, cool, cool. Gut. Tschüss, Haus. War nett mit dir. Okay, okay. Weg, weg, weg. Weg. Wir sind wahrscheinlich voll... Tja, selbst unsere Kapsel geht einfach unter. Die geht einfach unter. Das war's. So, wo ich jetzt noch die Rohstoffe reinstopfen soll, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. So, nö, das nicht. Sortier mal bitte. Eisen... Gut, ein bisschen Platz habe ich hier noch im Main-Schrank, sozusagen. So, und der Rest muss hier irgendwie rein.
Oh, gerade so. Silizium hier noch rein und meine goldene Statue, für die muss ich mir noch einen Platz aussuchen. Oder einen Platz finden für den ganzen Spaß. So, okay. Ich glaube, der Umzug ist soweit durch, wenn ich mir das hier richtig angucke. Das ist unsere neue Base. Da sind jetzt nur noch Erinnerungen. Erinnerungen an bessere Tage. Och, mich stört das. Ich werde das irgendwann fixen müssen. Ich werde die obere Etage irgendwann mal fixen müssen. So, Sekunde. Muss ja kurz ein Titelbild machen. So, das wird das Titelbild. Irgendwie so ähnlich. Ja, machen wir es vielleicht mal so. Wartet mal. Cool. Okay, ihr Lieben. Folge erstmal durch. Ich würde sagen, der Umzug ist geschafft. Yay. Das heißt, die Abenteuer können beginnen. Als nächstes bauen wir auf jeden Fall die Karte. Das ist schon fest verankert, dass ich die unbedingt haben will. Damit wir vielleicht neue Schlupflöcher finden, wo wir hin können, wo wir noch nicht waren. Mal gucken, was uns da erwartet mit der Karte. Und dann sonst spontan, auf geht's. Irgendwo in die Wildnis. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.